Yo, Peace Leute und willkommen zum 16. Part von Watch Dogs. Ich habe uns schon die nächste Kampagnenmission auf der Karte markiert, damit wir da auch gleich hindüsen können. Im letzten Part haben wir einen exklusiven Auftrag gemacht, den ersten. Wir werden alle machen, auf jeden Fall von diesen exklusiven Aufträgen. Wann, das entscheide ich spontan, einfach wenn ich Lust habe, weil die gehen meistens nur sehr, sehr kurz. Das heißt, gerade wenn ich zum Beispiel Bock habe, kurz nur was aufzunehmen, dann werden diese wohl am ehesten kommen. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal weiter mit der Kampagne, und zwar mit dem Koffer von Irak, beziehungsweise, also, ja, ich denke mal, es war ein Koffer von ihm. Damit hat er irgendjemand den Schädel zertrümmert. Und da soll wohl die Gästeliste drinstehen oder sowas. Brotkrumen ist die nächste Mission. Was, Alter? Ja, genau, renn, du Fettsack. Gut, dann haben wir auch erstmal ein paar Leute beleidigt. Das muss natürlich auch immer sein. Dann zack. Dann starten wir die Mission. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann mich sicher darauf verlassen, dass Damien querschießt. Er hat einen anderen Plan. Okay, ich brauche jetzt erstmal den Aktenkoffer. Genau, wir brauchen erstmal den Aktenkoffer. Folgen Sie der Auktionsaktentasche und achten Sie auf Übergaben. Alles klar. Wow, 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 what the fuck? Wieso darf der mich nicht sehen? Wow. Was geht denn bei den allen ab? Folgen Sie der Aktentasche unbemerkt. Das ist ja mal... Ah, okay. Deshalb durfte der Typ mich vom Kiosk nicht sehen. Weil der... was soll ich denn machen? Das ist nicht witzig. Nö, hier passiert gar nichts. Nee, ich laufe hier nur ganz normal rum. Aber sie entdecken einen nicht sofort. Also es ist nicht so, dass... Ja, dass man... Sie sehen einen, dann ist man entdeckt. Nee, sie, also sie denken nicht sofort, dass wir böse sind. Okay, wir gehen hier mal in Deckung. Er bewegt sich. Warte. Das glaube ich ja nicht. Was? Quinns Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Koffertausch? Ehrlich. Und das soll funktionieren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum machen die das? Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen, die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. Okay, sie haben also jetzt einen zweiten Koffer ins Spiel gebracht. Komm, halt die Fresse. Wenn ich ihn schon ausschalten darf, dann mache ich das auch mal. Was konnte ich denn da hacken nach dem Bankkonto? Okay, ich habe gedacht, es wäre irgendwie eine Kamera bei dem oder so. Ja, gib mal dein Bankkonto her. So, gehen wir mal hier hin. Okay. Hä, der Austausch? Was habe ich denn getan? Ach so, wahrscheinlich haben die Leiche entdeckt, von dem ich niedergeschlagen habe. Okay, dann soll ich wohl keinen niederschlagen. Immer dieses Rumbeschatten, ey. Ist immer richtig annoying. Ja, ja. Ich weiß, ich soll der Aktentasche folgen. Kannst du mich bitte aus der Sicht rauslassen? Bitte? Danke. So. Wir chillen einfach hier. Ich bin ein ganz normaler Boy. So, bam. So, genau, da gibt es den Koffer. Vor allem, wie laut sie reden, ne? Wollen unerkannt bleiben und tauschen hier die Koffer übelst aus und keine Ahnung. Aber reden hier übelst laut. Oh, Quinn und du. Nun ja. Sammelt Coupons. Schön, danke. Ja, ja, ganz ruhig. So, schön weit nach rechts. Und dann gehen wir da mal in Deckung. Oh nein, da in Deckung. Siehst du den Koffer? Tu ich. Er bewegt sich. Warte. Das glaube ich ja nicht. Was? Quinns Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Aus der alten Gangsterschule, hat er voll oldschool, Boys. Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum machen die das? Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen, die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. So, der Joe Michaels läuft jetzt an uns vorbei. Der sollte uns auch hoffentlich nicht sehen. Nein, das geht klar. So, ich heb nur was vom Geldautomaten ab, Leute. Ich bin hier gar keiner, der euch irgendwie beschatten will oder so. Ein bisschen Money, ich bin rich. Sheesh. Okay, 1600 ist jetzt nicht wirklich rich, aber... Da habe ich aus Versehen ein Studium gestoßen. Passiert.
So, jetzt machen die da hinten. Digby Daniels. Okay, den weiter beschatten. Alles klar. So, dann laufen wir mal hier weiter. Ganz gemütlich. Wir sind hier nicht unterwegs, um den zu beschatten oder so. Ein Bike. Hätten wir hier, wenn jetzt irgendwas abgeht. Pfefferminz. Ah ja, genau. Das wollte ich haben. Jetzt gibt er den Koffer da runter. Ich bleib einfach hier stehen. Was anderes bleibt mir jetzt gerade nicht übrig. So, jetzt habe ich keinen Beschatten. Beschatten Sie das Boot mit der Aktentasche. Der Koffer ist auf einem Boot, das Fluss. Okay, also wahrscheinlich jetzt wie. Deshalb steht das Bike wahrscheinlich hier. Vielleicht sehe ich, wo Sie hinwollen. Eine Sekunde. Was ist denn in der Nähe? Ich bleib einfach mal jetzt auf dem Bike. Ich hoffe mal, dass es passt. Wenn ich mit dem Bike hier fahre. Okay. Ja, die dürfen uns nicht bemerken. Nein, wir verlieren den ganzen hier nicht. So, hier hoch. Swag. Swag. Ja, die dürfen uns nicht sehen, ich weiß. Die geben aber auch richtig Gas, ne? Sie sind richtig... zum Weg. Oh, ups, wir werden Opfer... Ja. Na toll, jetzt werden sie uns nicht kommen, denke ich mal. Wir sind fast tot, was auch nicht so gut ist. Ja. Weg, weg. Ja, er rennt mir vor das Motorrad, ist klar. Ist mir jetzt egal. Zwei verletzt? Okay, ich habe gedacht, nur einen. So, jetzt müssen wir hier schnell lang driven. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Ja, perfekt. Wir sind uns zumindest mal nicht entkommen. Hier hoch. Leute. Ich weiß, hier ist ein Gehweg, aber ihr habt jetzt trotzdem hier zu verpissen. Tut mir leid. So, ich bleibe einfach mal auf dem Bike-Küche. Ich weiß gar nicht, hätte ich vielleicht ein Boot nehmen sollen? So, die sehen uns. Also, die sehen uns, aber das ist jetzt noch nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwo ein Boot stand oder so. Ich bin jetzt einfach mal mit dem Bike rumgefahren. Weil ich dachte, ja, das könnte doch klappen. Und noch sieht es ja auch nicht schlecht aus. Okay, jetzt fahren sie aber richtig weit weg. Also sie fahren weiter raus. Auf die hohe See. Ich fahre mal hier lang. Okay, zurück. Hier sind richtig viele Opponents, ne? Und die sehen uns gleich. Fahren die da rein? Die fahren da rein. Heißt, ich muss sie bestimmt... Ja, die Aktentasche unbemerkt. Also ich darf Leute niederschlagen, schießen, aber sie dürfen die nicht bemerken. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wenn ich ehrlich bin. Weil dann dürfen die auch die Leichen nicht entdecken und so. Es gibt hier keine Möglichkeit, Leichen zu verstecken oder so. Naja, laufen wir mal hier zur Deckung. Den könnten wir sprengen, aber... Der bewegt sich aber auch noch. Alles klar. Wie machen wir es jetzt? Ich würde sagen, wir müssen... Ja, wobei, wir warten jetzt mal, wo der langläuft. Wenn der gerade ausläuft, müssen wir hier rumschießen, weil dann müssen wir da lang. Ja, wir müssen. Ich versuche es einfach mal. Der ist down. Oh, ist ein bisschen gefährlich, ne? Hier gibt es halt auch keine guten Deckungsmöglichkeiten, muss man dazu sagen. Also keine richtig guten. Er geht nicht in Deckung. Fuck. Egal, wir haben ihn noch niederschießen können. Shit, das war's. Oder? Ich glaube, war gerade noch im letzten Moment erledigt. Das war knapp. Hier ist irgendwo noch einer, ganz, ganz nah. Nur wo? Okay, da hinten steht noch einer. Der kommt jetzt her. Das passt perfekt. Kann ich ihn leichter treffen. So. Ganz ruhig, mein Freund. So, perfekt. So, da ist noch einer. Wir müssen jetzt hier was benutzen. Ich würde sagen, wir schalten den aber erstmal aus, der da rumläuft. Der kommt uns nämlich sonst eindeutig zu nah. Oh,
Das hasse ich. Ich hasse das, wenn der nur so komisch... Schlag ihn nieder. Schlag ihn nieder. Ich hoffe, das hat noch geklappt. So, jetzt sollen wir das hier benutzen. So. Scan den Shit oder was auch immer du damit machst. Sehr gut. Und zu. Medizin können wir mitnehmen. Jetzt sollen wir einfach raus. Das sollte aber klappen. Wir haben ja alle niedergeschossen, die uns auf den Weg hätten kommen können. Begegnen können. So. Die Plattform ist perfekt. Mr. Pong. Gibt es Europäer? Nicholas Christen. 32 Jahre alt. Auslandsamerikaner. War seit 12 Jahren nicht hier. Das passt. Okay, ja, das passt perfekt. Hier sind seine Präferenzen. Der Mann ist krank. Und ekelhaft reich. Oh, das bin ich auch. Wird man ihn vermissen? Wie vermissen? Clara, wenn ich seine Identität stehle, darf er meine Deckung nicht auffliegen lassen. Das heißt, er muss sterben. Aber wenn er seit 12 Jahren nicht mehr hier war... Wie sollen wir den dann finden? Meine Schwester wurde entführt. Ich werde alles tun, um sie zu befreien. Hör mal, wenn das zu viel ist, kannst du aussteigen. Ich verstehe das. Also sollen wir ihn wohl umbringen? Oder zumindest gefangen nehmen? Das Schwein wird niemand vermissen. Ist ein guter Treffer. Er soll sein Auto bei einem Händler abholen. Okay. Ich treffe ihn da. Alles klar, damit haben wir Brotkrumen abgeschlossen. War eine interessante Mission. Bisschen rumsneaken und so. Und dieses Dämliche beschatten, wie immer. Gut, 1000 XP erhalten. Jetzt sind wir wieder rich an XP. Was den Skillbaum angeht, da bin ich noch ein bisschen weitergekommen. Also wir haben jetzt fast alle Fähigkeiten freigeschaltet. Was ziemlich angenehm ist. Wo ist denn die nächste Mission? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hallo? Hallo? Wo ist sie denn? Die soll irgendwo vor uns sein. Ah, da. Okay, ich sehe es. Hier. Alles klar, dann fahren wir da mal hin. Haben wir die 10. von 15 Missionen abgeschlossen aus Akt 2. Ich wollte nur sicher gehen. Ah, wir rufen Yolanda an. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst sich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Verständlich. Und lass es sie wissen. Wenn sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen sie mich bitte an. Mach ich. Und sie kümmern sich um ihre Schwester. Natürlich tue ich das. Bin noch mitten dabei. Aber anscheinend weiß sie noch nicht, was jetzt wirklich abging, was ich am Anfang ein bisschen befürchtet habe, dass Jackson ihr irgendwas verrät. Hey, schau doch nicht so, da ist doch nur in den Mülltonnen rumgeflogen. In den Abgrund starren ist die nächste Mission. Ja, was kommt jetzt noch her? Verbrechen. Mir scheißegal. Ich muss meine Schwester retten. Scheiße. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Iraq ranzukommen. Er muss verschwinden. Hacken Sie den CTOS-Kasten, um Crispin zu finden. Alles klar. Der Mann, der seit 12 Jahren nicht hier war, kommt jetzt für diese Auktion, wie ich das so jetzt mal mitgekriegt habe. Okay, da steht einer, aber der juckt uns gar nicht. Besser, wir gehen leiser rein. Ja, ja. So, okay, das kriegt... Okay, okay. Okay, einfach nur das drehen und das drehen. Nee, so. Genau, wir müssen nämlich erstmal den hier freikriegen. Dann den nach oben. Den so. Ah, wir hatten es gerade. Oh, fuck. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, das ist ja nur übel kurz Zeit haben wir. Das ist ja mal krass. Das ist ja mal asozial. Hör, wie haben wir es denn? Ah, fuck. Nochmal raus und wieder rein. Oh, scheiße, wir hatten es gerade. Das ist ja übelst kurz, Mann. Voll assi. Oh nein, so rum. Nein, schon wieder nicht. Oh Mann. So, den so. Schnell rein. Okay, haben wir geschafft. Mr. Quinn möchte, dass ihr Besuch in Chicago ein Denkmaliger nutzt. Geil, Karre. Exotisch und schnell. Hm.
Mr. Quinn wusste nicht, welche Farbe Sie mögen, also wählen Sie selbst. Das ist ein richtig schöner Oldtimer. Eliminieren Sie Crispin. Eliminieren heißt was für euch? Heißt es einfach nur schießen? Heißt es niederschlagen? Ja, die sollten uns ja nicht jucken. Ah, er steht da. Okay, ich will mir hier erstmal einen Überblick verschaffen. Hereinlaufen können wir natürlich nicht, aber wir könnten da was sprengen. Weil dann würden wir den einen schon mal ausschalten. Das wäre ganz cool. Ah, das ist der Typ, den ich sprengen kann. Mach das mal. Fuck, das Ding ist scharf. Oh, heilige ja, Scheiße. Und fuck, das Ding ist scharf, Mann. Er wird's weg. Oh, Mann, das war echt. Egal, wir haben einen damit erwischt. Verdammt, ihr habt doch alles überprüft. Okay, jetzt rufen die irgendjemand an. Shit. Den weg. Und den nächsten weg. Perfekt. So, die rufen jetzt Verstärkung. Ich muss die neutralisieren. Oh, scheiße. Crispin ist tot. Hack ihn. Jetzt geht hier die richtige Schießerei ab. Nehmen wir mal die ACR hier raus. Oh, da kommt der nächste. Das nächste, ja, Carl. Sehr schön, beide weg. Infinite 92, okay. Wer ist das denn? Komm mal hier raus. Weg mit euch. So, da drinnen sind noch zwei, die mich noch töten. Oh Gott, wie schreit denn der? Ja, kletter doch hoch. Was sind die denn? Was sind dahinter? So, die Plattform ist mal aktiv. Ich war gerade recht lang richtig ruhig, weil ich hier drauf geachtet habe, wo die sind. So, wir haben die Bedrohung ausgeschaltet. Crispin war auf dem Weg, sich etwas so, steck die Waffe mal weg. Namens Poppy Special, in einem Club namens Infinite 92. Infinite 92. Kein offizieller Eintrag. Er wird in ein paar Threads erwähnt. Oh. Ist wohl ein Fetischclub für Gentlemen. Oh ja, geil. Illegal natürlich. Also ist das Poppy Special eine Frau. Passt zu dem Profil, das Quinn von Crispin hat. Ich bezweifle, dass Poppy das Treffen überlebt hätte. Was für eine Option ist das? Ich glaube, wir kennen beide die Antwort. Ich fahre zu dem Club. Da finde ich Crispins Einladung. Okay. Was ist das wohl für eine Einladung, die Quinn ihm da gegeben hat? Was für eine Option ist das wohl? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Vielleicht auch irgendwas mit Fetisch oder so, wenn der irgendwie da schon Infinite 92 und so. Keine Ahnung, Alter. Werden wir ja sehen, denke ich mal. Wir haben jetzt Crispin erledigt. Mit bisschen, ja, weiß nicht ganz so sneaky, aber wir haben es geschafft. Und jetzt müssen wir also jetzt ist Crispin sozusagen nicht mehr unser Problem. Das heißt, wir können uns ohne jegliche Probleme als Crispin ausgeben. Ohne dass er uns die Tour vermasseln könnte, indem er dann auf einmal auftaucht. Ja, ich bin das doch, Alter. Okay, ich bin hier falsch abgebogen. Ist egal. Fahren wir einfach weiter. Gut, das lief doch einigermaßen. Ich war gerade echt in dem Auto, das kurz zuvor richtig ruhig war. Jetzt richtig so, wo sind die? Komm gar nicht mehr drauf klar, ey. Aber es darf ja auch mal sein. So eine kurze, ruhige Sekunde von meinem dauerhaften Scheißgelaber. Das tut euch doch bestimmt auch ganz, ganz gut. Ups. Opfer. Pech für dich. So, was gibt's jetzt hier? Gut, ich bin verkleidet. Für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Okay, alles klar.
So, sie ist Infinite 92, denke ich mal. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang, bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Folgen Sie dem Wirt. Ist natürlich auch perfekt, dass der so lang weg war. Das ist wirklich perfekt, weil die kennen, dann können die das Gesicht nicht genau kennen. Hoffe ich doch mal. Wie sie auch hier, man hört schon, das muss Crispin sein und so. Kannibalismus, um Gottes Willen. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Handschellen und so eine Scheiße. Bah. Und die hat schon geahnt, wer da wohl kommen sollte. Aber da hat sie wohl Glück. Denn wir haben ihr zum Glück nichts an. Wir haben ihr natürlich nichts angetan. Crispin hätte da wahrscheinlich ganz andere Sachen mit der gemacht. Servus. Meine Waffe. Hoffentlich beehren sie uns bald wieder. Und die Dame hatte auch so, also hinten so, also auf den Nacken, irgend so ein Zeichen. Vielleicht war da ein Code implantiert und so. Und das ist dieses, sie finden mich. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und wir haben jetzt hier dieses geile Auto. Also bei dieser Auktion geht es anscheinend wirklich um Frauen. Poppy geliefert und so, also da geht es auf jeden Fall um Frauen. Also um Menschenhandel. Die der liebe Herr Quinn wohl durchführt. Was wir natürlich nicht gutheißen können, ist ja klar. Und jetzt haben wir hier die geile Karre, ey. Richtig geiles Teil. Schön Skillpunkt erhalten. Wie viel haben wir denn jetzt? 5 Stück. Das heißt, wir können was Neues machen. Was haben wir denn hier noch so? Also ihr seht, wir haben jetzt wirklich... Also hier hergestelltes Kampf haben wir alles. Hacken bald auch. Ja, das genau, das wollte ich das nächste Mal machen. Das ist ziemlich gut, dass die keine Verstärkung mehr rufen können. Das ist sehr, sehr schön. So, und dann... Where is the next mission? Where is it? Hä? Wie ich die Mission nie finde, ne? Ist schon echt klar. Obwohl da immer so ein kleiner gelber Pfeil ist. Ups. Hier ist die nächste Mission. Da fahren wir mal hin, weil wenn wir schon so ein schönes Auto haben, Leute, dann driven wir da mal hin. Ich weiß, es sind jetzt schon 24 Minuten, aber ich würde sagen, wir machen die nächste Mission noch. Ich habe gerade Bock darauf. Immer ein bisschen längeren Part. Der letzte war ja dafür nur 24 Minuten. Ich will jetzt nicht schon wieder einen 24 Minuten Part. Dann machen wir noch eine Mission. Außerdem habe ich gerade keinen Bock, irgendwie eine Aufnahme zu beenden, dann neu anzufahren. Ich will jetzt zocken, ich bin richtig geil drauf. Auf die Auktion natürlich, weil ich meine, wenn es um Frauen geht. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Oh Gott. Ich sehe das nie. Das sind so gelbe Dinge. Ich denke mir so, ach, das sind nur so, wie nennt man die denn, die so auch auf der Straße stehen, wo man so umfahren kann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das denke ich mir, dass das
sowas ist. Hups, da kommt auf einmal eine Kurve, die ich nicht erwartet hatte. Hallo. Ah, die Karre ist geil, vor allem noch richtig geile Farbe. So gefällt mir das hier rumzufahren. Der Sound ist gut. Richtig nice. So, die Brücke lassen hochfahren. Ciao. Ja. Wir machen hier unser komplettes schönes Auto kaputt, indem wir so rumschleudern. Aber bei dem Regen, Leute, da sollte es mal erlaubt sein, dass so ein Oldtimer auch mal ein bisschen rumschlittern darf. Ja, weg da, Alter. Ich bin Crispin, Mann. Ich bin voll der fette Gangster. Naja, irgendwie mit Kannibalismus und so hat er jemand was glaubt. Um Gottes Willen, was war denn das für einer? Also, dass der gestorben ist, da trauert wohl niemand drum. Also, ich meine, Kannibalismus ist ja schon ein ganz kleines bisschen krass. Jetzt nicht so krass, aber schon ein bisschen krass. Komm jetzt hier schnell. Jump of life. Yeah. Oh, da kann man nicht durchfahren. Gut. So, jetzt sind wir aber auch gleich da. Wir fahren natürlich schön den vorgegebenen Weg vom Navigationsgerät, ne? So, hier kurz durchschlittern. Ah, hier war ich schon mal. Hier gab es, glaube ich, ein Gangversteck oder sowas. Muss ich hier mal machen. Das kommt mir bekannt vor, dieser Ort. Hier soll er. Findet jetzt die Auktion statt oder was? Also eigentlich müsste jetzt als nächstes die Auktion kommen. Ein riskantes Gebot. Ja, das hört sich nach Auktion an. Wir parken natürlich ganz normal. Okay, wir parken noch nicht normal ein. Wenn die alle so scheiße parken, darf ich auch so scheiße parken. So. Okay. Klingt leicht genug. Dann gehen wir das mal an. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Vor allem auch die Ware, ne? Das ist so asozial. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Eine Frau ist ganz sicher keine Ware. Ich mache sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Und auch nicht für einen Mr. Quinn sollte das so sein. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Option beginnt. Ich alle sehe. Das eine kleine Lüge. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja. Ich verstehe. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen. Betreten Sie die Auktion. Da können wir eindringen. Okay, was bringt uns das? Keine Ahnung, wir probieren es mal aus. Okay. Rumänische Einwanderin 011011 Alina. Auch mit Zahlen und so, also wirklich wie Ware behandelt. Entführungsopfer, vor allem Beruf. Gott, das ist ja richtig ekelhaft, Alter. Sie ist auch so mit Zahlen zu benennen und so. Ja, hier 00, geistig behindert und dann, what the fuck? Joseph DeMarco haben wir hier. Ich werde alle. Alter, guckt euch das mal an, ne? Waffen habe ich tatsächlich keine, obwohl ich nur eine Pistole abgegeben habe, meine ACR und sowas. Die haben sie mir wohl aus dem Arsch gezogen. So, servus. What the fuck, Alter? Das ist ja wirklich eine richtige Auktion. Die werden hier wirklich richtig versteigert. Hier damit die. Oh Gottes Willen, Alter. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Wir sold new und. Oh Gott, das ist ja mal richtig abstoßend, Alter. Ah, die ersteigern hier Frauen für eine Nacht oder so. Also, ich meine, Prostitution im Allgemeinen, wenn Frauen das wollen, dann ist es ja nicht schlimm. Wenn eine Frau sagt, ich möchte Prostituierte sein, dann ist ja Prostitution nicht schlimm, aber. Ich denke mal nicht, dass die das wollen. Soll ich jetzt da hochgehen? Oder soll ich einfach mit Kamera? Ich denke mal, ich muss mit Kameras dahin. Ich geh mal in die Kamera. Ich muss es erreichen, alles klar. Wir können leider nicht schneller laufen. Ja, was ist denn das für ein Bar? Lucky Quinn ist ja mal ein richtiger Bastard. Wir haben den ja schon kurz. Das sah sehr gut aus. Wir haben den ja schon kurz kennengelernt. Tatsächlich, das ist ja der alte Sack, der den. Wir mussten ja einen abholen. Oh, Bankkonto, nice.
und den dann irgendwo hinbringen. Und da war dann Lucky Quinn, hat den erschossen. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind verschwunden. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Eric. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Iraq. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iraq sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispy. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Mr. Crispin! Die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Komm her. Näher. Das Tattoo ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über... Und die wissen jetzt natürlich, dass wir nicht Mr. Quinn sind. Das... Wir haben keine Waffen. Fuck. Komm mit mir. Okay. Ich schicke dir. Alles klar, sie will also nicht gehen. Verständlich. Vielleicht kriegen wir den Tod, dann hätten wir eine Waffe. Komm her. Fresse halten. Bitte habt eine Waffe dabei. Nein, scheiße. Was gibt's hier? Fokus Boost, sage ich nicht nein zu. Jetzt müssen wir ohne Waffen entkommen. Es war klar, dass die merken, dass wir das nicht wir sind. Auch wie Lucky Quinn schon gesagt hat, sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Und vor allem Lucky Quinn hat uns ja schon mal gesehen. Also damals in diesem Auto. Und ich glaube nicht, dass er denkt, dass Mr. Crispin Chauffeur ist. Als Zweitberuf. Hm, da, bewegt. Na, ich renn zu ihm hin und schlag ihn down. Ah, oh, fuck. Tarnung aufgeflogen. Scheiße, also wir dürfen uns wirklich nicht sehen lassen. Scheiße, ich habe nicht auf die Karte geachtet. Ich wollte den einfach nur schnell down haben, den Dude. Das kann hart werden. Ohne jegliche Waffe. Wo hat denn der uns gesehen? Wahrscheinlich von oben. Okay, der läuft jetzt auch weiter. Ah, da hinten sind auch welche, deshalb. So, hier den schön durchs Wasser. Das ist natürlich nicht gerade leise. Wenn man so durchs Water läuft. So, hier sind wir immerhin in Deckung. Der eine kommt auf uns zu. Wenn er zu nah kommt, töte ich ihn. Ich muss ihn töten. Komm, ganz ruhig. Ja, jetzt kann ich die Waffe nehmen. Schön. Immerhin mal eine Waffe. Ich will nicht damit schießen, weil wir dann entdeckt werden. Aber wir haben eine. Das ist für mich so ein bisschen Sicherheit. Komm, Fresse halten, du Bastard. Schön ins Wasser gelegt. So, jetzt hier hoch. Ich versuch's dahin. Alles klar. Lauf doch hier durch. Ja, dass Crispin gefunden wird.
Ja, die sind jetzt hier alle auf der Suche nach uns, natürlich. Die werden sich schon denken, dass wir hier sozusagen ein Spitzel waren. Und hier eigentlich nur ein bisschen uns umgucken wollten, wie die Sache hier läuft. Wobei, das wollten wir eigentlich gar nicht. Wir wollten ja nur Irex Codenummer haben. Aber sie denken wahrscheinlich, dass wir ein Spitzel sind. Schnell ausschalten den. Dann können wir schön an dem vorbeilaufen. Hinter uns war nämlich gerade noch einer. Da hatte ich ein bisschen Schiss kurz. Ist der uns entdeckt? Wo müssen wir denn hin? Hoch. Kommen wir durch. Ja, hier ist eine Treppe. Alles klar. Ich muss meine Waffen aufstocken. Jetzt wollen mich alle töten. Okay, das ist natürlich nicht so gut besorgen. Ah, das sind meine Waffen hier. Ah, das gefällt mir. Okay. Hier muss ich kurz meinen Profiler activaten, um das hier zu entriegeln. So. Nehmen wir mal die Schallgedämpfte zunächst mal. Ich habe da hinten irgendwo einen gesehen, oder? Okay, okay. Also doch nichts mit schallgedämpfter Waffe. Dann nimm die ACR. Ich wollte den Fokus gar nicht anmachen. Aber sprengt. Also hat den Fokus automatisch angemacht. Alles klar. Oh, von rechts. Okay, okay. Gott, 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 Gott. Ja, perfekt. Okay, ganz ruhig bleiben. Keine Ahnung, was wir da jetzt gerade entriegelt haben. Hoffentlich was Gutes. Ah ja, die Tür. Okay, gut. Okay, jetzt gibt's ja so ein bisschen Schießerei, keine sneaky Action. Yo! Yo! Oh, Scheiße. Yo, ich hab was gesehen! Oh, Scheiße. Fresse halten. Sie wissen eh, dass wir da sind. Sie sollen nur nicht meine genaue Position wissen. Deshalb nehme ich hier die Schallgedämpfte. Sie fragen, hilft mir so ein Scan hier? Ich hoffe es. Ja, okay, jetzt sehen wir wenigstens den einen oder anderen hier. Wenn wir da hochkommen, haben wir eine geile Position. Da oben sitzt so ein scheiß Sniper. Oder kein Sniper, aber auf jeden Fall jemand, der mich nerven könnte. Jetzt nicht mehr. Den da hinten noch schnell. Perfekt. Hau dir mal einen Fokusboost rein. Einfach zur Sicherheit, dass wir dauerhaft guten Fokus haben. Okay. Michael Volland. Willst du der Nächste sein, der stirbt? Anscheinend schon. Sehr schön, der ist down. Aber ich da hinten treffe ich wahrscheinlich nicht gut. So, eine Deckung weiter. Ablenken. Dann guckt ihr nämlich nicht hin. Dann können wir ihn in den Schädel schießen. Hinten sind noch zwei. Also da sind noch mal zwei, die wir nicht auf dem Radar haben. Shit. Egal. Das juckt ihn gar nicht. Ich hatte gerade einen Schuss in den Hals bekommen. Aber er weiß trotzdem nicht, wo wir genau sind. Der ist tot. Und. Oh, das war knapp, weil wir keinen Fokus mehr hatten. Hau dir noch einen Fokusboost rein. Die benutze ich jetzt zurzeit immer richtig stark. Ich habe das ein oder andere Gangversteck noch offscreen gemacht. Da habe ich die andauernd immer benutzt, weil die richtig gut sind. Schön ausschalten. Schöner Takedown. Alles super nice. Ganz ruhig. Das war knapp. Das war richtig, richtig knapp. Da ist noch einer. Der ist tot. Und das sollte eigentlich der letzte sein. Hoffe ich doch mal. Ja, komm doch ein bisschen her. Und sehr schön. Da hinten sind noch welche, glaube ich. Egal, sprint zur Deckung vor, schnell. Ich habe noch irgendwo einen auf dem Radar. Da oben oder so. So, immer wir arbeiten uns mal langsam nach vorne. Wo ist denn der? Ist der da? Ist der auf dem Dach oder? Ich will das. Na. Der müsste eigentlich über uns sein. Ja, aber da ist er nicht. Wo ist der denn dann, der gute Mann? Hm, keine Ahnung. Ja, dann laufen wir einfach mal raus. Wenn ich den Dude nicht entdecke. So, kommen hier jetzt noch mehr, oder?
Nein, scheint nicht so auszusehen. Oh, doch. Oh nein, und so ein Vetter. Und so ein Vetter. Aber wir haben einen der geilsten Sniper, die es gibt. Und zwar den Zerstörer. Habe ich letztens rausgefunden. Die ist mega gut. Also wirklich nicht nur gut, wie ich immer gedacht habe, aber die ist mega geil. Die kann so ziemlich jedes Fahrzeug mit einem Schuss neutralisieren. Das ist ein mega Teil der Zerstörer. Und wenn wir den Kopf von dem Fetten treffen, dann sollte das im Normalfall reichen. Da hinten ist der Fette. Okay, jetzt läuft natürlich ein bisschen blöd. Lauf mal hier rüber, komm. Komm mal, komm mein Kleiner. Fokus an und bam. Sehr gut. Natürlich haben die jetzt das gehört. Boah, das geht übel schnell. Das ist Zielen. Also die hoch und runter. Wie nennt man das denn? Die Empfindlichkeit ist ziemlich hoch. Musste ich gerade bemerken. Jetzt ist der Fette schon mal tot. Das ist mehr als die halbe Miete. Da hinten sind zwei. Irgendwo. Oh, lauf mal hier rüber, komm. Dürfen wir auch nicht zu langsam hier rumlaufen. Ah, wer entdeckt uns denn da immer? Mit dem Kran kommen wir hoch. Mit dem Lift ist perfekt, wenn wir mit dem hochkommen. Weil da oben haben wir eine bisschen bessere Sicht, würde ich mal behaupten. So, schön hier lang. Ah, haben wir getroffen. Das ist so ein Kack-Sniper. Der jetzt auch tot ist. Perfekt. Es läuft doch, Leute. Es läuft doch. So. Wie viele sind denn jetzt noch? Hier sind schon noch einige. Aber wir sind jetzt oben. Von oben ist es alles gut. Wir müssen ja auch, denke ich mal, nicht alle töten. Aber bei denen springe ich einfach mal. Hoffen wir mal, dass es klappt, dass der kaputt geht. Sehr schön. Da ist noch ein Sniper. Weg mit dir. So, immer schön nachladen. Da hinten sitzt noch irgendwo ein Sniper. Da ganz hinten. Moment. Es gibt leider keine schallgedämpfte Sniper, glaube ich. Sniper, glaube ich. Aber der Zerstörer, der reicht schon. So, latsch mal hier rüber. Da kommt einer hoch. Das heißt hoch, aber... doch, will gerade hochlaufen, aber nicht mit mir, mein Freund. Oh, das ist so ein Fetter. Ups. Boah, der Fetter hat uns fast entdeckt. Da muss ich den Zerstörer benutzen für den. Der läuft gerade ein bisschen blöd. Wobei, wenn er da hochlatscht. Oh, erstmal den weg. Dafür benutzt er natürlich keine Zerstörermunition. Wow, wow, wow. Ganz ruhig. Sehr schön. Weg mit ihm. So, hier drin sind keine mehr anscheinend. Und wir müssen ja, denke ich mal, nicht alle erledigen. Jetzt sind hinter uns noch zwei, aber auf die scheiße ich jetzt einfach mal. Tür auf. Oh, da sind noch mehr. Shit, da bin ich etwas zu voreilig rausgerannt. Okay, er trifft uns. Egal. Kopfschuss. Entkommen Sie aus dem Gebiet. Okay, ich glaube, ich schnapp mir gleich das Bike. Und fahre hier einfach... Oh, fuck. Okay, nehmen die ACR. Oh, wo ist denn der eine? Oh, da. Schön. Weg mit dir, komm. Alter, wie viel die aushalten, wenn man den nicht auf den Kopf zielt. So, komm. Chopper nehmen. Und weg hier. Moment, da liegt eine Waffe auf dem Boden. Ist das eine, die ich noch nicht habe? Ja, nimm sie. Oh, das ist das. Oh, das ist ein LMG. Geil. Gut, dass ich noch kurz angehalten habe für die Waffe. Notrufzentrale, worum handelt es sich? So, jetzt einfach raus hier. Ah, und jetzt rufen wir die Bullen. Damit die da hinfahren. Weil wir haben ja, der einen Tuss der Afroamerikanerin. Wie hieß sie denn nochmal? Keine Ahnung. Haben ja gesagt, dass wir Hilfe wollen. Ich denke mal, das ist die Hilfe. Denn wenn die Bullen das sehen, die sind bestimmt nicht davon erfreut, dass da sowas abgeht. Und damit haben wir ein riskantes Gebot abgeschossen. Was ist denn los? Abgeschlossen. Abgeschossen haben wir in der Mission auch einige. Das kann man wohl so sagen. Hat eine gute Schießerei auf jeden Fall. Okay.
und diesen Ring sprengen. Menschenhandel. Alles klar. Alles klar, das ist so eine Untersuchung, die man machen kann. Okay. Cool. Jax ist weggelaufen. Oh nein. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte die Polizei anrufen, aber zuerst sie verständigen. Nicht die Bullen rufen. Alles gut. Er macht das manchmal. Er ist gestresst und fährt dann gerne mit ihm zu. Keine Sorge. Ich weiß, wie ich ihn finde. Oh, jetzt ist der auch noch abgehauen. Scheiße. Wenn sie ihn nicht finden, sollten wir die Polizei alarmieren. Das wird sich aufklären. Ehrlich. Ah, scheiße, jetzt ist Jax auch noch abgehauen. Er ist kein Kind, der still sitzt. Ja. Er hat viel von seinem Onkel. Jetzt sucht er seine Mutter. Wo könnte er sein? Das ist eine gute Frage tatsächlich. Jetzt wird er wieder irgendwas lokalisieren. Jackson Pierce lokalisiert. Und dort wird wohl dann die nächste Mission stattfinden. Yep, dort findet die nächste Mission statt, die wir aber allerdings natürlich erst im nächsten Part angehen werden. Und ein schöner 45-Minuten-Part, darf auch mal sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist noch den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und sind Männer mit Waffen, okay. Jax, ich komme, alles klar. Also wird es in der nächsten Mission darum gehen, Jax zu befreien. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Blablabla. Peace up und haut rein.